Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Spiel im St. Mary's Stadium in Southampton. Am Mikrofon begrüßen Sie ganz herzlich Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir zeigen heute eine Begegnung aus der Premier League. Southampton gegen Everton. Also ich freue mich extrem auf dieses Spiel und ich glaube, dass es sehr, sehr unterhaltsam und interessant wird. Also von mir aus, es kann losgehen. Mohamed Salisu, Nummer 2, Kyle Walker-Peters, Nummer 24. Auf ihn sollten wir heute besonders achten. Von dem wissen wir, was für fantastische Freistöße er schießen kann. Darauf werden sie bauen. Nummer 6, Oriol Romeu, Nummer 11, Nathan. So geht Southampton in dieses Spiel. Der Mann im Tor ist heute Alex McCarthy. James Ward-Prowse steht zusammen mit Oriol Romeu im Zentrum. Und im Sturm bauen sie heute in dieser Partie auf zwei Angreifer. So wird Everton heute in diese Begegnung gehen. Im Tor ist Jordan Pickford. Abdoulaye Doucouré steht mit André Gomes im Zentrum. Und heute starten sie hier mit zwei Stürmern. Es wird darauf ankommen, dass sie die Laufwege gut abstimmen, sich nicht im Weg stehen. Everton mit dem Anstoß. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. André Gomes. Richarlison. Er entscheidet auf Freistoß und das ist eine gute Position. Freistoß, das könnte eine Chance sein, hier in Führung zu gehen. Torhüter ist da, kein Problem bei diesem Freistoß. Da kann er ihn stoppen. Townsend. Jetzt Coleman. Doucouré. Immer wieder diese schnellen Pässe. Sie arbeiten sich so langsam in Richtung Torchance vor. Freistoß, ja, aber keine Verwarnung. So früh im Spiel tun es auch ein paar ernste Worte. Oh, kein Tor. Was für ein Kopfball. Er hätte ein Tor verdient gehabt, aber... Wir sehen es, der Ball geht am Ende knapp daneben. Doucouré, sie verlieren den Ball. Hier hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Das war zulässig. Gut verteidigt. Langsam wird es gefährlich. Schönes Dribbling. Flanke jetzt auf den langen Pfosten. Und jetzt haben wir hier das erste Tor. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf und dann lässt er sich das nicht nehmen, wenn er aus so kurzer Distanz zum Abschluss kommt. Er macht es. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Jetzt der Vorstoß. Und sie machen nichts aus der Chance. Ball ist weg. Southampton über den Flügel. Oh, da muss doch einer sein. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter.
geht da voll in diesen Zweikampf. Es gibt Einwurf, Ball ist draußen.